90% der erfolgreichen Frauen machen diesen einen Fehler bei der Partnersuche. Bitte sei keine von ihnen. Viele Frauen denken, es ist schwer, einen Partner zu finden. Aber die Wahrheit ist, es ist nicht nur schwierig, die richtigen Männer kennenzulernen. Es ist schwierig, dass diese Männer sich nicht nach kurzer Zeit zurückziehen oder bindungsunfähig sind. Und dann, dass diese Beziehung mit diesem Mann hält. Aber erstmal zurück zur Hürde Nummer 1. Warum ist es schwer, einen Partner auf Augenhöhe kennenzulernen? Als Beziehungsexpertin für erfolgreiche Frauen betrachte ich das gerne nicht als gesellschaftliches Problem, sondern aus meinem Radius von Möglichkeiten heraus. Studien zeigen, über 50% der Frauen lernen ihren Partner im persönlichen Umfeld kennen. Die Frauen, mit denen ich arbeite, haben meist aber einen sehr vollen Terminkalender, sind beruflich eingespannt. Das heißt, an erster Stelle müssen wir Gelegenheit schaffen, einen Mann kennenzulernen. Das geht offline oder online. Und dann gibt es 2 weitere Hürden. A. Wie wird der richtige Mann auf mich aufmerksam? Und B. Wie verliebe ich mich auch in den richtigen? Weil oftmals sind wir, wenn wir uns verlieben, von Mustern gesteuert und verlieben uns genau in die falschen Männer, die bindungsscheu sind oder kein ernsthaftes Interesse an einer Partnerschaft haben. Erstmal zu Punkt 1. Wie machen wir den Richtigen auf uns aufmerksam? Und hier kommt ein weiterer Denkfehler. Es geht nicht um dein Aussehen, es geht nicht darum, welches Outfit du trägst. 90% der Kommunikation und der Entscheidung, ob ein Mann sich für dich interessiert oder nicht, läuft auf einer viel tieferen unterbewussten Ebene ab. Es sind Dinge wie deine Körperchemie, die über Attraktivität entscheiden. Dein Atemrhythmus, die Größe deiner Pupillen, die Dichte deiner Haut, der Fluss deiner Bewegungen, alles Dinge, die du nicht faken kannst, sondern nur von innen beeinflussen. Warum ist das wichtig? Damit ein Mann sich in dich verliebt, muss er das richtige Bild von dir haben. Egal wie hochintelligent, charmant, liebenswert und schön du bist, wenn er das nicht erkennt, dann landest du in der Friendzone oder ich nenne das Bekanntenzone. Stell dir mal vor, im Kopf eines Mannes sind alle Frauen Steine. Bis er sich in eine verliebt, diese Frau wird zum Diamanten. Und das funktioniert nicht mit billigen Tricks, sondern indem du dein authentisches Ich aufleben lässt. Nächster Punkt. Wie verliebst du dich in den Richtigen? In wen wir uns verlieben, entscheidet sich unterbewusst. Stell dir vor, in deinem Kopf läuft ein altes Computerprogramm, das dich in die falsche Richtung steuert. Dieses Programm müssen wir finden und auflösen und unser eigenes Programm designen. Das lenkt unser Unterbewusstsein dann in Richtung des richtigen Mannes. Und wenn wir dann für diesen Mann so unwiderstehlich sind, kann es gar nicht anders, als dass wir zusammenkommen. Nun ist da die Anfangsphase, alles scheint gut, aber dann kommt die nächste Hürde. Die meisten Männer wollen sich nicht binden oder verlieren schnell das Interesse. Was tun wir hier? A. Es ist natürlich möglich, einen Filter einzubauen und nur Männer in sein Leben zu ziehen, die ernsthafte Ansichten haben. Aber wenn dann das Interesse schwindet, woran liegt es? 2 Dinge. Mangelndes Verlangen und mangelnde Verbundenheit. Schau, Verlangen ist der Antrieb für alles im Leben. Im Gehirn funktioniert das wie ein Schaltkreis. Wir haben Verlangen nach Schokoladeneis, wir befriedigen dieses Verlangen, Glückshormone werden ausgeschüttet, wir erinnern uns an dieses schöne Gefühl und wollen mehr davon. Wenn du nicht im Zentrum dieses Schaltkreises bist, dann hat er kein Verlangen nach dir. Verbundenheit. Viele Frauen verwechseln das damit, dem Mann ihre ganze Lebensgeschichte zu erzählen. Was aber tatsächlich passieren muss, ist, dass der Mann erkennt, dass ihr wie 2 Puzzlestücke zusammenpasst. Aber natürlich nur, weil ihr wirklich so kompatibel seid, nicht weil du das vortäuschst. Und so schließt sich hier wieder der Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, wie wichtig es ist, zu Beginn den richtigen Mann in dein Leben zu ziehen. Wenn du möchtest, dass ich dir auf diesem Weg helfe, dann melde dich für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir und meinem Team an. In der nächsten Woche haben wir ein paar Beratungssessions für dich freigemacht und du kannst jetzt einfach auf diesen Link klicken und dich kostenlos und ganz unverbindlich zu einer Beratungssession anmelden. Entscheide dich am besten schnell, die Plätze sind limitiert, wir machen das alles persönlich und ich freue mich sehr darauf, dich auf deinem Weg zur großen Liebe begleiten zu dürfen.